Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal nicht um Technik, sondern ich möchte euch zeigen, wie ihr einen Telegram-Account auf ein zweites Handy klonen könnt, um zum Beispiel, ja, benutze ungern das Wort Spyware, aber wo ihr Nachrichten mitlesen könnt, beziehungsweise möchte ich euch zeigen, dass es auf diese Variante möglich ist. Und zwar funktioniert es nur auf gerouteten Telefonen. Also wie jetzt bei dem hier, da ist keine SIM-Karte drin, kein gar nichts, es ist nur hier übers WLAN eingeloggt. Und beide Telefone sind geroutet mit Magis. Und als Dateiüberträger habe ich jetzt den Total Commander. Den öffne ich mal. Und dauert schon einen Moment. Und dem müsst ihr auch Rootrechte gewähren. Dann geht ihr auf das System-Hauptverzeichnis, geht auf Data, dann geht ihr runter und hier auch auf Data. Als nächstes sucht ihr euch den Eintrag für den Telegram-Messenger. Das wäre jetzt in dem Fall hier. Den müsst ihr kopieren auf dem USB-Stick oder wie ihr das macht, bleibt euch überlassen. Und das wäre von dem Telefon erstmal schon alles. Dann geht es an diesem Telefon weiter. Hier habe ich jetzt dieselben Daten. Die habe ich jetzt von hier nach da kopiert. Die nehme ich jetzt. Halt erstmal zeige ich es euch, wenn ich jetzt auf Telegram gehe. Die, wo Telegram benutzen, kennen das. Das ist einfach der erste Start von dem Programm. Jetzt beenden wir einfach das Programm wieder. Und jetzt nehmen wir einfach den Ordner, kopieren den. Hier müsst ihr auch dem Dateimanager Rootrechte gewähren. Und da gehen wir genauso auf Data Data, also dasselbe Ort, wo ihr hier die Dateien wegkopiert habt. Und Moment, ein bisschen schärfen. Und einfach hier einfügen. Jetzt dauert es schon einen Moment. Ist leider nicht ganz so scharf, wie ich es gern hätte. Aber ich hoffe mal, ich kann trotzdem soweit. Jetzt warten wir kurz, bis der fertig ist mit Kopieren. So, wie ihr jetzt seht, ist hier der Ordner. Das war's jetzt. Und jetzt müsste eigentlich, wenn ich jetzt Telegram starte, müsste er ein Passwort abfragen. Nein, das macht er in dem Fall hier jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil ich das Programm gestartet habe. Also müsste er bei dem Programm erstmal beenden erzwingen. Jetzt tun wir einfach die Daten hier nochmal kurz einkopieren, alle überschreiben. Starten wir hier schon mal. Habe ich natürlich Passwort geschützt. Mal sehen, wenn ich das Licht ausmache, ob es dann vielleicht besser geht. Das sieht ein wenig besser aus, glaube ich. So, und jetzt starten wir einfach Telegram. Er fragt nach dem Passwort. Ihr seht, ist bei beiden dasselbe drauf. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eingebe, Test, sende es ab, dann passiert hier nichts. Warum passiert hier nichts? Ganz einfach, man muss einfach zurück und dann wieder drauf gehen. Und jetzt müsste der Test auftauchen.
Dauert einen kleinen Moment. Na, wo bleibt's denn? Da ist es aufgetaucht. Genauso andersrum. Könnte ich jetzt von dem was schreiben und es taucht dann hier gleich auf. Und so könnt ihr jetzt Nachrichten mitlesen, beziehungsweise auch Nachrichten, wenn ihr ja kriminelle Gedanken habt, Nachrichten im Namen von anderen schreiben. Vorausgesetzt, ihr kommt an dem sein Handy und das ist geroutet, ihr könnt euch die Dateien kopieren etc. Es ist natürlich in Deutschland nicht erlaubt, solche Geschichten. Ich will euch nur zeigen, dass es wirklich machbar ist, mit einfachen Mitteln eigentlich. Und ja, das funktioniert genauso bei WhatsApp. Habe ich auch schon probiert. Allerdings bei WhatsApp ist hier oben in der Statusleiste meistens zuletzt online und dann eine Uhrzeit dran oder ein Datum dran. Und das springt die ganze Zeit hin und her zwischen zuletzt online und online. Also immer wieder so hinher, hinher, hinher. Daran merkt man eigentlich, dass mit dem Konto irgendwas faul ist. Genauso wie jetzt in dem Beispiel hier. Wenn ich jetzt was eingebe, dann kommt es hier normalerweise nicht an. Da muss ich einmal zurückgehen, wieder rein. Und dann aktualisiert er den Kanal eigentlich und dann müsste es hier auftauchen. Wie ihr seht, es funktioniert auch nicht sofort. Jetzt kommt es erst. Aber ihr seht, es geht. Und ja, sollte meiner Meinung nach nicht so sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen oder einen Kommentar von euch. Empfehlt meinen Kanal ruhig weiter. Bis zum nächsten Mal.